Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute beginne ich mit einer kleinen Andacht und Oskar und ich machen anschließend mit dem Quiz weiter. Ich lese aus Römer 1, Vers 20a. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Ich finde, wir können dankbar sein für die Natur, die Tiere und einfach alles, was Gott geschaffen hat. An seinen Werken erkennen wir, wie mächtig er ist und wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Die Schöpfung gilt es zu bewahren, deshalb sollte jeder etwas dazu beitragen, unsere Erde zu retten. Ich zum Beispiel bemühe mich, alle Strecken zu laufen, die mit dem Auto komplett unnötig wären zu fahren. Man kann dafür zum Beispiel auch mal auf das neueste Handy verzichten. Aber dazu kommt jetzt die erste Frage von Oskar. Ich glaube, durch die Pandemie sind wir alle viel da dran. Aber ich wusste gar nicht, wie viel Wasser das eigentlich verbraucht. Wisst ihr es vielleicht? Wenn ja, könnt ihr es ja jetzt in der Frage mitraten. Momentan braucht sicher jeder einen PC, sei es für Homeschooling oder für andere Aktivitäten. Aber wie viel virtuelles Wasser wird eigentlich für solch einen PC benötigt? Der heutige Lösungsbuchstabe gehört an die zweite Stelle im Lösungswort. Viel Spaß beim Raten und tschüss bis nächsten Freitag.